Ja, hallo und herzlich willkommen bei Fahnenflug LP mit den Quake 3 Server Informationen und so weiter. Heute geht es um den Punkbuster für Quake 3 Server. Wie immer habe ich einen Debian Server Rechner, wie man das sehen will, gestartet und wir melden uns erstmal mit Putin bei ihm an. Am besten mit Root. So, wir sind angemeldet auf diesem Rechner Server und gehen jetzt mit dem Befehl CD zu einem Ordner USR Games Quake 3. So, wenn wir das haben, sind wir in diesem Ordner hier drin. Also in dem hier, wo die ganzen Startdateien und so weiter drin sind, kann man in der Konsole am besten sehen. Da sieht man die Start-SH, die Quake 3, etc. Die ganzen Sachen. Also in einem Hauptordner von Quake 3. So, folgendes: Ihr müsst jetzt die Datei runterladen auf diesem Server. Zeige ich das mal. In der Beschreibung werde ich es auch nochmal reinschicken. So, macht ihr einfach halt, das ist falsch, was ich hier mache. Ihr gebt ein wget, rechte Mausklick, wenn ihr es kopiert habt, wie ich es gerade gemacht habe. Wenn wir hier einfach kopieren. Und dann geht er hier auf die Konsole. Ich mache es nochmal vor. Das, was ich gerade gemacht habe, einfach nur in der Putin-Konsole rechte Mausklick und schon ist es drin. So, wir brauchen jetzt die Datei punkbuster.zip. Das ist im Moment jetzt meine aktuelle Punkbuster-Version von meinem Server einfach kopiert, weil das einfacher geht. Ich habe jetzt gerade dritte oder vierte Aufnahme gesetzt, weil ich probiert habe, mit einem Punkbuster Run das zu machen, das aber viel zu umständlich ist und das gar nicht funktioniert. Habe ich gedacht, komm, kopierst du mal deine Punkbuster, da ist auch gleich die Server-CFG, die Punkbuster SV-CFG dabei, eine Anti-Cheat-CFG dabei und dann passt das schon. So, laden wir es jetzt runter. Soll eigentlich ruckzuck fix sein, ja, schon fertig. Gib mir ein onzip Punkbuster Punkt und dann einfach wieder die Tab-Taste wird vervollständigt. Dann unzippen wir das, dann machen wir ta und dann geben wir ein RM Punkbuster.z, dann wird die Punkbuster.zip wieder gelöscht, weil die brauchen wir die ja nicht. Dann gucken wir mal den Befehl dir. Ja, die Punkbuster ist da, wie man hier sieht. Es ist entpackt und hier ist die Punkbuster. Hier sind die ganzen Files, die entpackt wurden. Das sollte eigentlich auch diese Punkbuster SV-CFG. Hier ist sie doch. Die Punkbuster SV-CFG ist auch dabei. Machen wir das jetzt gerade mal wieder klein. Oder gesagt größer, wie auch immer. So, wir haben es runtergeladen. Machen wir jetzt einen Test mit, wie immer, wie ich es auch bei Screener schon erklärt habe. Starten wir mal den Server. Screen-dem großes S. Q3 Screen-R. So, starten wir erstmal den Server. Der Server ist gestartet. Daumen kurz Moment. Punkbuster Server Game-Version. Punkbuster schon gestartet. Kann normalerweise gar nicht sein. Scheint aber so. Um den Punkbuster zu starten, falls er nicht gestartet ist, ich weiß gar nicht, ob er hier gestartet ist im Moment, geht das ja SV Punkbusters an. Na gut, ist nicht so schlimm. Um den Punkbuster wieder auszuschalten, erstmal das Punkbuster unterstrich SV unterstrich disable, schreibe ich dann da, disable. Und dann einfach nur map create 3 dm1 zum Beispiel. Oder einfach nur rotate kann man auch machen. So, hier sieht man auch hier oben wieder, dass der Punkbuster aus ist. Moment, ach, jetzt natürlich weg. Hier oben stand SV Punkbuster 0. So, um den Punkbuster wieder anzuschalten, geben wir folgenden Befehl ein: Punkbuster unterstrich SV enable. Und da sieht man schon die ganzen Befehle, die gestartet werden. Und Punkbuster Server 1.6.41 müsste das im Moment sein. Das ist die aktuelle Version. Machen wir ein bisschen einfach einen Rotate. Und dann wird das zum nächsten Map rotated. Überprüft wird das wie folgt, ob der Server läuft, der Punkbuster Server oder nicht. Sollte, glaube ich, Punk SV Punkbuster sein. Genau. Hier geht einfach ein SV SV-Unterstrich Punkbuster. Wenn jetzt hier steht Punkbuster ist 1, dann ist er auch an. Kann man auch wie folgt testen. Punkbuster Unterstrich SV Update. Jetzt sollte. Warum funktioniert das hier nicht?
Normalerweise kommt jetzt diese Rückmeldung, es sendet an den Server. Ah, hier ist es doch schon. Punkbuster Server Masters Quiet sendet to. Wenn das kommt, ist auf jeden Fall der Punkbuster an. Ja, das wäre es auch schon soweit. Steuerung AD ist mal wieder draußen. Dann wieder Kill All, kann man natürlich auch mal ein Screen. Wir können uns auch jetzt gerade mal die Punkbuster SV angucken. Machen wir hier Putti mal auf Fullscreen. Dann Joy. Ne, erst müssen wir in den Ordner. Falsch. CD Punkbuster. Dann Joy Punkbuster SV. CFG. So, hier ist die. Ja, hier ist die Punkbuster SV Datei. Das ist diese. Anti-Cheat. Hier ist, was war denn hier? Anti-Cheat. Gold Relax 7 ist eingeschalten. Das muss auf jeden Fall so bleiben, sonst hat man nicht Probleme, wenn Leute connecten wollen. Das ist, Gitterprobleme. Also einfach auf 7 lassen. Hier sind die ganzen Badnames, SV, CV und so weiter. Alles drin. Das ist eine Anti-Cheat-Software, wie gesagt. Eine Anti-Cheat-SV-CFG, wollte ich sagen. Ist hier drinne. Oder eingestellt oder wie auch immer. Es gibt hier eigentlich nichts, was ihr einstellen bräuchtet. Eigentlich gibt es gar nichts. Wenn natürlich irgendwie mit dem Punkbuster irgendwelche Probleme habt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Wie ging das jetzt nochmal? X. Nee. KX war das, genau. Wenn ihr irgendwelche Probleme mit dem Punkbuster habt, dann schreibt mir doch einfach bei YouTube eine Nachricht oder in den Kommentaren. Da gibt es immer welche Probleme. Schreibt mir einfach das Problem, was ihr habt. Und ja, dann können wir gucken, ob wir das Problem lösen können. In der Regel schon. So, das wäre es eigentlich vom Punkbuster. Wie gesagt, die ganzen, das habe ich in einem Video auch schon gesagt, die ganzen Files liegen hier auf dem Server. Das kommen wir in die Beschreibung natürlich nochmal mit rein. Upsala. Die ganzen Dateien liegen hier auf dem Server, die ihr braucht, um den Server zu machen oder zu starten oder zu wie auch immer. Ja, da könnt ihr es einfach mit Wget runterladen. Das geht direkt. Ansonsten Informationen im Punkbuster gibt es soweit nicht. Das ist auch die aktive Version. Ja, ich hoffe, die Information hat euch auch noch ein bisschen geholfen. Wie gesagt, es ist ganz einfach. Einfach runterladen, entpacken, die andere, die ZIP-Datei löschen und starten. Und dann soll das eigentlich alles funktionieren. Ja, ansonsten die anderen Server, Konfiguration, Installationsvideo einfach mal eingeschaut, wenn ihr nicht wisst, um was es hier geht. Oder ihr wollt vielleicht auch nur diese Information, okay, dann reicht es auch. Ja, wie gesagt, gibt es noch irgendwie andere Kommentare, die ihr vielleicht wollt oder andere, falsch, was erzähle ich denn da? Irgendwie dummes Geschwafel wieder gerade. Ja, ihr könnt Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwie noch mehr Informationen wollt zum Port-Switcher. Das hatte ich auch im anderen Video schon erwähnt. Oder zu der Temp-Datei, zu dem Skript, was ich alles erstellt habe. Wenn ihr das alles haben wollt, schreibt mir Kommentare. Dann mache ich das gerne. Ansonsten noch irgendwelche anderen Fragen. Einfach Kommentare schreiben. Natürlich, was den Quake-Server betrifft. Einfach ohne Kommentare unten drunter schreiben. Und dann wollen wir schauen. Ja, abonniert mich, viel Spaß mit mir, ich hoffe, es hat euch geholfen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, bye bye.